Das macht mich mehr fertig, gerade als dass ich mich freue. Das ist so ein verdammt anderer Burger als beim letzten Mal. Ich komme darauf nicht klar, Mann. Da habe ich nie mit gerechnet. Meine Lieben, und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Wir sind in Berlin. Wir testen Goldies. Ich möchte die These vom guten Lukas überprüfen. Das soll der beste Burger Deutschlands sein. Und ich sage nur eins, da kann ich schon mal sagen, er war gut. In dem Sinne gut, dass ich mich wirklich drüber ärgern musste. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ein paar Bilder aus Berlin und dann geht's los zum Burger Slang. Nur als kleine Info am Rande. Die Jungs von Goldies sind Jungs aus der Sterneküche. Die orientieren sich im Grundgedanken daran, die McDonald's Burger nachzuarbeiten. Aber in heftig. Ich sage mal, die Sterneküche auf die Straße zu bringen. Viel Spaß beim Video. Wir haben es geschafft, unser Ton zu präparieren, Ahmed. Ich weiß euch, neue Mikros geholt, fahr nach Berlin, Kabel zu Hause vergessen. Und wir werden jetzt auch direkt testen. Für euch zur Info, der Lukas, wir orientieren uns ja ein bisschen am Lukas, der gesagt hat, es ist der beste Burger Deutschlands. Sein Kollege hat das auch gesagt, die sind sehr überzeugt von dem Burger. Ich habe ihn vor langer Zeit mal gegessen, blenden wir das erstmal aus. Der Double, also der mit zwei Stück Fleisch, soll sehr geil sein, der Single aber noch besser. Wir fangen mit dem Double an, weil ich den eigentlich lieber mag und arbeiten zum Single vor und würden jetzt, würde ich sagen, direkt mal dahin steppen. Ganz kurz, kleiner Einblick. Er will mich nicht spoilern, aber was hast du zu sagen? Bruder, also ich sag mal so, guck mal, das Brot, das ist so wie Zuckerwatte, das ist einfach, das zergeht im Mund einfach, das ist krank einfach. Merkmal nicht. Und diese Käsesoße, ne, die ist zum Burger dippen. Ich habe mal Lukas Video gesehen, diese Käsesoße ist nur zum Burger dippen und Pommes kannst du auch dazu dippen, aber... Okay, also empfiehlst du mir das auch noch dazu zu nehmen? Oder ich würde dir das mit Kusshand empfehlen. Ja, okay, ja. Okay, ich bin gespannt, Mann, ich werde ihn direkt snacken. Dank dir auf jeden Fall für deine Infos, ne? Hau rein, gerne, ciao, ciao. Wir würden erstmal einen normalen Doppel-Smash-Burger nehmen mit Doppelfleisch. Und danach bestellen wir noch einmal eine Kleinigkeit, aber erstmal nehmen wir das. Ganz kleiner, entspannter Laden. Wir haben den Burger, haben wir ja im anderen Goldies, haben wir den getestet. Die haben ja noch ein richtiges Restaurant quasi und haben da den Smash-Burger komplett rausverbannt und verkaufen nur noch hier. Und hier gibt es jetzt wirklich nur Smash-Burger, weil der so beliebt war. Das ist so die kleine Story dahinter. Also ich sag euch so, von meinem Feeling. Ich habe noch nie einen Burger gegessen mit mehr Röstung drin als bei Goldies. Das ist ganz krank. Es war sogar so heftig, dass ich beim letzten Mal gesagt habe, mir ein bisschen zu viel. Aber der Inhaber hat zu mir gesagt, da hat er noch mal ein bisschen dran geschraubt. Die Buns sind, soweit ich weiß, ein Import auch. Das sind die gleichen, die auch Shake Shack hat. Ich weiß, ich spreche das falsch aus. Aber stehen auch für maximalen Genuss. Ja, und das in der Kombi. Mit den Worten noch von Lukas sah ich mich in der Pflicht, das auf jeden Fall noch mal zu überprüfen und gleich meine Meinung zum Besten zu geben. Wir haben hier noch mal einen Kollegen von Goldies. Wie ist der Name? Bahid, ja. Kannst du uns noch mal was sagen zum Produkt generell, zu den Burger Buns zum Beispiel? Was habt ihr da für Buns? Das ist die Martin Potato, die einzige in Deutschland hat, sind wir natürlich. Mhm. Ansonsten ja, das ganz normale, bekannte machen die Buns. Mhm. Also Martin und die Produkte, die haben das beste Fleisch in Berlin. Also kann man ihr habt das beste Fleisch, ja? Richtig teuer und das beste Fleisch. Ja. Auch genau den veganen, vegetarisch. Aber das beste Fleisch, kann man das so sagen, okay? Das kann man sagen. Ja, ehrlich? Wenn jemand kommt vorbei, probiert, dann sage ich dir Bescheid. Okay, das geil. Das kann ich sagen. Gerade 5 Sterne, der einzige in Berlin und richtig cool immer unter. Die einzigen 5 Sterne? Ja. Wie kann man das sagen? Für was für 5 Sterne? Ach also, so, bei Google. Ich denke gerade, okay, jetzt check ich gerade. Er passt der einzige mit 5 Sternen. Okay. Schön, wir sind der beste Burgerladen in Berlin gerade. Okay. Das kann man sagen. Werde ich mich mal selber vom Geschmack überzeugen. Leute, wir nehmen jetzt erstmal den Double Cheeseburger, nehmen ein paar Aufnahmen mit sehr und danach gerne. Bestellen wir nochmal einen Single. Sehr gerne. Okay, danke, mein Lieber. Sehr gerne, machen wir mit Liebe, ja? Danke, danke. Sehr gerne. Danke, danke. Sehr gerne, mein Lieber. Guckt euch diese Röstung an. Oh, oh, da ist einer flöten gegangen, macht nix. Sieht gut aus, Ahmed, ne? Wunderbar, ich habe sehr Hunger. Erstmal testest du einen und dann bestelle ich mir zwei. Ja. So sieht's aus. Das sieht wunderbar aus. Du musst doch eigentlich schon so einen Bauch haben, weil du jeden Tag so viel isst hier. Ja, wir arbeiten viel. Gibt bei uns viel zu viel los. Kann man nicht hier machen. Ja, das muss auch, glaube ich, sonst nimmst du hier ganz schnell zu.
Hier haben wir das gute Ding. Lukas sagt, es ist der beste Deutschlands. Und ich lege viel Wert auf die Meinung von Lukas und werde mich jetzt selber davon überzeugen. Was man sieht, was ganz anders ist als beim ersten Mal. Es gibt noch ein Innenleben vom Burger. Als ich letztes Mal da war, ich weiß nicht mehr, ob ich ein Double oder ein Single gegessen habe, aber es war quasi wirklich nur Röstung. Das ist diesmal viel heftiger. Geniale Röstung, immer noch von innen das Fleisch, diese sanfte Konsistenz. Heftiges Spiel zwischen Ketchup, Gurken, Zwiebeln, Senf. Das ist ziemlich, ziemlich krank, muss man so sagen. Zum Ding ist das Ding, dass wenn man Cheeseburger anguckt auf irgendwelchen Werbetafeln von McDonald's, die dir vorstellst, wie das Ding schmeckt in deinen kühnsten Träumen, das ist das Ding, wie du es dir in deinen Träumen vorstellst. Es hat diesen McDonald's-Touch und diesen Vergleich höre ich immer wieder. Das ist auch richtig, aber das Ganze in verdammt heftig. Burger gab es nur McDonald's. Diese Erinnerung wollen wir wecken an die Kindheit. Aber wie schaffen wir diese Erinnerung zu wecken? Nur, dass das flasht, indem wir den McDonald's-Burger machen, nur halt in richtig geil. Hat nichts mit dem Burger zu tun, den ich beim letzten Mal gegessen habe. Bun ist auch verdammt krass. Schön matschig, nicht zu präsent. Einfach lieblich, dieses, ihr wisst, was ich liebe beim Burger. Ich könnte davon jetzt 10 essen, ich schwöre es euch. Ja, im anderen Laden ja auch so Special-Pommes. Die sind absolut vernünftig und gut. Im anderen Laden haben die so selbstgemachte Pommes noch. Die sind noch mal heftiger, weil die kann man sich absolut geben. Gute Pommes. Das kann ganz eng werden, oben beim Ranking bei mir. Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll, Mann. Das ist so eine Entscheidung, da brauchst du eigentlich meine Top 3 alle nebeneinander, gleichzeitig in die Hand, überall einmal abbeißen. Das wird ganz schwer. Wir nehmen den Single nochmal, vielleicht lässt du meine Entscheidung noch leichter werden. Das sage ich wirklich, Leute, gerade. Das macht mich mehr fertig, gerade, als dass ich mich freue. Das ist so ein verdammt anderer Burger als beim letzten Mal. Ich komme darauf nicht klar, Mann. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Da habe ich nicht mit gerechnet. Das ist ein anderer. Big Mac mäßig. Einmal die Soße hier will ich noch probieren. Ich muss den anderen jetzt noch probieren. Wird am liebsten einfach bam, 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 mich vollfressen, noch einen nehmen. Also Lukas, der hat schon Ahnung vom Burger. Boah. Wir müssen jetzt den Single noch mal holen. So Leute, ich habe jetzt, bevor wir zum Single kommen, auch noch ein paar Jungs hier am Start. Eure Aussage zum Burger? Würdet ihr mitgehen, man könnte sagen, bester Deutschlands? Okay, also ich werde zum Schluss mein Urteil abgeben. Ich bin nicht abgeneigt, vielleicht mit dem Urteil mitzugehen, aber ich muss noch mal in mich gehen, Jungs. Aber danke für die Aussage erstmal. Ne? Den Hype verstehst du nicht? Den findest du kacke? Krass, das zu hören. Das ist zum Beispiel... Welchen würdest du sagen, der ist geiler? Viele. Danke für die Meinung. Guck mal, das zu hören auch, das finde ich ganz heftig. Man hat es vielleicht jetzt mitgehört, dass jemand gesagt hat, der ist völlig overrated, völlig für den Arsch. Da muss ich einfach aber auch sagen, keine Ahnung vom Burger. Absolut keine Ahnung. Aber man sieht immer wieder, Geschmäcker sind so krass verschieden. Ne? Das muss man immer im Kopf behalten. Wollen wir noch einen Double- und einen Single-Burger haben? Perfekt, danke Jungs, danke. Der war Bombe, ich sag's dir, richtig heftig. Also richtig, viel besser als letztes Mal, wo ich da war. Ich weiß nicht, was ihr da gemacht habt. An dem Tag war das echt, da waren sogar die Chefs auch da. Wir arbeiten hier mit Liebe. Das ist die Zutat, ne? Immer mit Liebe. Geil, heftiger Burger kann ich nur sagen, Mann. Heftiger Burger. Ich sag nochmal, Ahmed, was sagst du eben? Ich hab auch in der, ich sag jetzt mal, Doku von Lukas gesehen, dass der Besitzer auch gesagt hat, die Konstruktion vom Fleisch, das wird immer überarbeitet, die versuchen immer besser zu werden. Deswegen wusste ich einfach von Anfang an, dass Holger hier heute einen ganz anderen Burger kriegt, als er damals getestet hat. Das war ein komplett anderer, also ganz, ganz anders, Leute. Das ist nicht vorstellbar. Ich verlinke die Doku von Lukas auch in der Beschreibung. Das ist eine sehr geile Doku, gerne geben, wenn euch das interessiert. Danke, danke. Wir kommen gleich wieder, bis gleich. Es kommt die Stunde der Wahrheit. Also wir mussten einen Moment weg, hier die Pommes einen Moment stehen lassen. Echt immer noch knackig. Ja, keine Ahnung, 10, 15 Minuten. Unser Single Burger. Dieses Knuspern vom Fleisch ist einfach nicht in Worte zu fassen. Das ist nicht von dieser Welt. Ich muss das jetzt so machen. Der ist ruckzuck weg, wirklich nur ein Snack. Ich würde sagen, der Double ist für mich ein bisschen stärker. Der ist auch ganz stark, aber ich werde für mich einfach den Double bewerten. Und dafür brauche ich noch mal eine Sekunde Ruhe.
Ich habe mir meinen Kopf kaputt gemacht. Ich muss mich an meiner Nummer 1 orientieren und schauen, um wie viel besser ist dieser Burger oder um wie viel schlechter. Meine aktuelle Nummer 1 American Burger Bar in Unterhaching hat eine 9,2. Der ist für mich knapp besser mit einer 9,4. Ich sage das ungern, ich schwöre es euch, weil ich den schon mal getestet habe, der nicht so gut war. Da war sogar auch Lukas dabei und ich war komplett anderer Meinung. Und an dem Tag war das für mich ein anderer Burger. Aber heute für mich, Leute, das war eine andere Nummer. Diese Gurken alleine, das Komplettfing, das ist, ich würde beinahe sagen, nahezu der perfekte Burger. Das Ding ist, er ist nicht so viel besser als American Burger Bar in Unterhaching mit einer 9,2, deshalb 9,4. Hätte ich jetzt American Burger Bar auf 9,6 gemacht, hätte ich den auf 9,8 gemacht, wisst ihr? Wir gucken, was noch kommt in unserer YouTube-Zeit. Ich hoffe, ihr begleitet mich weiter auf den Weg und gibt uns die Chance, das sogar auch noch zu toppen. Wird eine schwere Nummer, aber so wie hier, wie auch bei Döner, bin ich der Meinung, wir werden das nochmal toppen. Und ich nehme euch mit auf die Reise. Ich danke euch fürs Dabeisein, Leute. Sehr geiles Video. Falls es euch gefallen hat, gerne einen Daumen oben reindrücken. Kostenloser Support. Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal.